Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der amerikanische Militärangriff gegen das afghanische Taliban-Regime hat begonnen. Knapp 4 Wochen nach den Terroranschlägen in New York und Washington starteten jetzt die Angriffe. Neben der Hauptstadt Kabul waren auch Ziele in Kandahar und in der ostafghanischen Stadt Jalalabad betroffen. In Kabul berichteten Augenzeugen von heftigem Artillerie- und Flugabwehrfeuer. Die afghanische Hauptstadt Kabul am Abend. Gegen 18.27 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt der Angriff der Vereinigten Staaten gegen den internationalen Terrorismus. Über Kabul und der zweitgrößten Stadt des Landes Kandahar ist das Leuchtfeuer von Flugabwehrraketen zu sehen. Unmittelbar nach Beginn der Angriffe wandte sich US-Präsident Bush in einer Fernsehrede an die Nation. Ziel der Attacken sei es, die militärischen Fähigkeiten der Taliban und die Ausbildungslager mutmaßlicher Terroristen zu zerstören. An der Aktion seien Truppen der USA und Großbritannien beteiligt. Erste Aufnahmen aus Kabul. Der Angriff der Amerikaner hat begonnen. On my orders. Auf meinen Befehl hin hat das US-Militär mit Schlägen gegen die Ausbildungslager von Al-Qaida und Militäreinrichtungen des Taliban-Regimes in Afghanistan begonnen. Diese Aktionen haben das Ziel zu verhindern, dass Afghanistan weiter als Basis für terroristische Aktionen genutzt wird. Außerdem greifen wir die militärische Schlagkraft des Taliban-Regimes an. Erstes Ziel der Angriffe ist offenbar die Ausschaltung der Luftverteidigung der Taliban. Auch mit dem Zweck, demnächst aus Flugzeugen Nahrungsmittel für die hungerleidende Bevölkerung abzuwerfen, so Bush. Gleichzeitig wird die unterdrückte Bevölkerung von Afghanistan unsere Großzügigkeit kennenlernen. Während wir militärische Ziele angreifen, werfen wir auch Essen, Medikamente und weitere Versorgung an die leidenden Männer und Frauen von Afghanistan ab. Nach ersten Meldungen ist eine Vielzahl von US-Waffen im Einsatz. B-2-Bomber direkt aus Missouri in den USA, außerdem B-52 und B-1-Bomber aus dem Indischen Ozean und schließlich Tomahawk Cruise Missiles von der Marine. Jetzt müssen die Taliban den Preis zahlen. Durch die Zerstörung der Lager und ihrer Kommunikationswege werden wir es schwieriger für das Terrornetzwerk machen, neue Rekruten auszubilden und ihre bösen Pläne voranzutreiben. Vor dem Angriff hat Bush den russischen Präsidenten Putin angerufen. Er kündigte außerdem an, dass Afghanistan das erste, aber in Zukunft nicht das einzige Ziel sein werde. Andere Länder nannte er aber nicht. Wenn es jetzt klappt, werden wir versuchen, nach Washington zu schalten, zu Patricia Schlesinger. Nein, ich sehe, es ist nicht Patricia Schlesinger, es ist Klaus Kleber. Herr Kleber, was wissen Sie über diese ersten Schläge gegen Afghanistan? Das entspricht der Strategie, die sich hier in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat. Die ersten Schläge müssen gehen gegen die verbleibende Luftabwehr der Taliban. Das ist immer noch eine Bedrohung für die amerikanische Luftwaffe, insbesondere wenn es darum geht, Lebensmittel abzuwerfen. Hier bahnt sich an eine sozusagen zweibahnige Strategie. Angriffe gegen alles Militärische in Afghanistan, gleichzeitig aber der Versuch, den Menschen in dem Land mitzuteilen, wir sind nicht gegen euch, im Gegenteil, wir wollen euch helfen und damit einen Keil zwischen das Regime und das Volk von Afghanistan zu treiben und klarzumachen, dass es sich nicht lohnt, weiterhin Osama bin Laden und seine Al-Qaida-Organisation in Afghanistan zu schützen. Das heißt, Herr Kleber, das Ziel dieser Nacht wird es und muss es sein, die Luftabwehr auszuschalten. Möglicherweise heute Nacht noch soll begonnen werden mit dem Abwerfen von Lebensmitteln außerhalb der dicht besiedelten Gebiete, sodass die Menschen dort mit amerikanischer Aufschrift sozusagen auch den zweiten Teil dieser Strategie unmittelbar zu spüren bekommen. Das heißt, nach diesen ersten 4 Schlägen ist jetzt erstmal Schluss oder geht das möglicherweise in der Nacht noch weiter? Das könnte gut weitergehen in der Nacht. Darüber bekommen wir hier noch keine Auskunft. Wir erwarten erste und wahrscheinlich sehr kurze Stellungnahmen des Pentagons zur Strategie und zur Taktik dieser Nacht in etwa einer Viertelstunde. Und wir werden ja darüber weiter berichten. Aber das ist das, was man annehmen kann nach allem, was aus den Verteidigungskreisen in den letzten Tagen herausgedrungen ist. Wichtig auch zu sagen dass, und zu wiederholen, dass der amerikanische Präsident George Bush heute gesagt hat, dies ist der Beginn, wir konzentrieren uns jetzt auf Afghanistan, aber es ist Teil einer weitaus breiter angelegten Schlacht. Gibt es in Washington, gibt es in Amerika Informationen, wie stark diese Schläge waren?
Noch nichts Genaues. Auch da erwarten wir in der nächsten Stunde etwa Informationen aus dem Verteidigungsministerium. Da sind wir auf dieselben Bruchstücke angewiesen, die Sie gerade schon gehört haben und gesehen haben. Vielen Dank, Klaus Kleber nach Washington. Die afghanische oppositionelle Nordallianz. Jetzt habe ich hier keinen Text vorliegen, aber wir versuchen mal, ob wir das auf dem Punkt. Wir haben das. Die oppositionelle Nordallianz in Afghanistan hatte schon einige Stunden vor der Militäraktion vor drohenden Angriffen gewarnt. Ein Sprecher hatte am Nachmittag gesagt, es könne sich nur noch um wenige Stunden handeln. Gleichzeitig hatte er die Bewohner Kabuls aufgefordert, sich von Militäreinrichtungen fernzuhalten. Dort drüben auf der anderen Seite des Tals heute Mittag die Nordfront zwischen den Taliban und der sogenannten Nordallianz in Afghanistan. Seit Monaten ist diese Front eigentlich ruhig, denn Taliban gelingt es nicht, hier durchzubrechen. Und umgekehrt ist es genauso. Der örtliche Feldkommandeur erklärt, wo die Taliban sitzen und erwartet natürlich auch auf die Amerikaner, die den Feind schädigen oder gar vernichten sollen, der sie bis hierher zurückgedrängt hat. Mohammed Ali, der Kommandeur dieses Frontabschnitts, meinte heute Mittag schlau, sie seien auch gegen Terrorismus und deshalb könnten sie mit den Amerikanern zusammengehen, aber deren Instrument, das seien sie nicht. Nichts ist der Nordallianz willkommener als eine Strafaktion der Amerikaner, obwohl sie selbst an dem gesamten Desaster der letzten Jahre in Afghanistan alles andere als unschuldig sind. Sie haben sie heute fast schon stündlich erwartet oder wenigstens erwünscht in der Hoffnung, dass dadurch der Stellungskrieg aufgebrochen wird. In Kotsch-Bachauduin ist Thomas Roth jetzt. Herr Roth, was haben Sie vor Ort von diesen Militärschlägen mitbekommen? Na, im Augenblick natürlich überhaupt nichts, weil die etwa über 1000, zum Teil 1500 Kilometer von hier entfernt sind. Und wir im Hindukusch-Gebirge sitzen. Insofern kriegten wir natürlich davon überhaupt nichts mit. Das Einzige, was wir mitbekommen, war in der Tat heute Nachmittag schon die Stellungnahme des Außenministers, des sogenannten der Nordallianz, die Sie eben schon erwähnt haben. Der sagte am Nachmittag, die Amerikaner hätten sie gebeten, alle Hubschrauberflüge in Afghanistan einzustellen, insbesondere in dem Gebiet um Kabul herum. Der Außenminister saß in der Nähe von Kabul am Ausgang eines recht bekannten Bergtales hier in Afghanistan, etwa 30 Kilometer von hier weg. Und ich nehme an, dass er einigermaßen gut informiert war. Es war dann tatsächlich auch so, dass auch hier in diesen Frontabschnitten, in denen wir gerade sind, die Hubschrauberflüge eingestellt worden sind. Insgesamt ist die Stimmung natürlich so, dass man das sich hier regelrecht gewünscht hat. Denn den Feind, den man nicht besiegen konnte in diesem festgefressenen, dreckigen Stellungskrieg, man kann das gar nicht anders nennen, war das natürlich oder ist das die Hoffnung, dass das kriegsentscheidend ist für die Nordallianz. Das ist im Augenblick die Stimmung hier. Wir sind nicht weit vom Generalstab entfernt und dort bekommt man diese Stimmung eben mit. Wird denn in Afghanistan über die Medien auch berichtet? Viel gibt es dort ja nicht. In Afghanistan selbst gibt es außer in Kabul und einigen größeren Städten, zwei davon sind offenbar bombardiert oder beschossen worden, Sie haben es ja eben berichtet, gibt es praktisch nichts, was Medien angeht. Es gibt Radio, aber es gibt auch hier keine eigenen Radiosender, es gibt hier keine Zeitungen. Wir sind hier in einem Hochgebirgsland, in dem sowas wie Medien nicht entwickelt sind. Das heißt, die Leute erfahren das, wenn überhaupt, durch das Radio, das vielleicht der ein oder andere tatsächlich in seiner Lehmhütte hat, aber das sind sehr wenige. Danke, Thomas Roth. Und wir versuchen jetzt am Telefon Thomas Osterhage in Islamabad zu bekommen, in Pakistan. Herr Osterhage, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, ja. Herr Osterhage, wie ist die Reaktion denn in Pakistan auf diese ersten Schläge gegen Afghanistan? Ja, es herrscht gespannte Ruhe. Es ist natürlich ganz gefährlich, auch gerade in der Grenzregion zu Afghanistan, wo ja die Pashtunen, die ist die Volksgruppe der Taliban, ja sitzen. Und da hat man ja heute schon vorgesorgt. Man hat also einen radikalen Fundamentalisten, den Faisal Ramada, den ich gestern noch auf einer Demonstration erlebt habe in Peshawar vor 20.000 Leuten, heute unter Hausarrest gestellt. Das ist also eine Vorsichtsmaßnahme hier in Pakistan. Das hat Musharraf heute unmittelbar vor den Angriffen der Amerikaner und Briten auf Afghanistan angeordnet, weil das so ein Religionsführer ist, der eben diese Stimmung hier, diese antiamerikanische Stimmung anheizen kann, die Leute auf die Straße bringen kann. Er ist auch ein Religionsführer, so gibt es viele hier in Pakistan und der geht dann in die Moscheen und dann heizt das die Stimmung an und das kann natürlich dieser Funke, der jetzt da in Afghanistan angezündet wurde, kann natürlich ganz schnell hier auf Pakistan übergreifen. Nun sind ja sehr viele afghanische Flüchtlinge auch in Pakistan. Haben Sie irgendwelche
irgendwelche Informationen, was sich in diesen Flüchtlingslagern tut? Ja, ich habe heute noch für den Weltspiegel eine Geschichte gemacht über afghanische Flüchtlinge. Und ich habe mit zwei Afghanen gesprochen, die gesagt haben, also sie haben in den letzten Tagen, sind vor drei Tagen, der eine ist am Freitag, der andere am Donnerstag gekommen, haben ihre Familien hier rübergebracht nach Pakistan, sind über diese sogenannte grüne Grenze, über bis zu 2500 Meter hohen Bergen über die Grenze gegangen und haben gesagt, also wir gehen wieder zurück, wenn die Amerikaner angreifen und beteiligen uns am Heiligen Krieg, am Dschihad. Haben Sie denn gehört, ob die Taliban bei ihrer harten Haltung, was die Auslieferung Bin Ladens angeht, bleibt? Ja, also heute gab es auch noch mal eine Pressekonferenz. Die Taliban haben ja in den letzten Tagen gerade hier durch den Taliban-Botschafter in Pakistan immer wieder versucht, noch Verhandlungen anzubieten. Die Amerikaner haben das ja abgelehnt. Und die haben schon gemerkt, die Taliban, das hat man gemerkt bei den Pressekonferenzen, dass sie unter Druck standen, dass ihnen das Wasser bis zum Hals stand und dass sie doch noch versucht haben, zumindest in Verhandlungen einzutreten. Aber sie haben heute auch gesagt, also man könne Osama Bin Laden frei festsetzen, man könne ihn sozusagen aber in Afghanistan vor ein Gericht stellen und eben nicht ausliefern. Das ist ja die Bedingung gewesen der Amerikaner, bedingungslose Auslieferung ohne Wenn und Aber. Und das haben sie heute auch noch wieder abgelehnt. Thomas Osterhage war das aus Islamabad, danke. In London ist Sabine Reifenberg. Tony Blair sollte sich eigentlich schon geäußert haben. Ist das passiert? Was hat er gesagt? Das hat er in der Tat gesagt. Tony Blair hat sich natürlich nach dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush geäußert, ungefähr eine Stunde danach, um seinen Landsleuten zu begründen, warum es jetzt diese militärische Operation gibt. Und Tony Blair sagte, er könne natürlich nichts Genaues über diese militärische Operation verraten. Aber er sagte auch, was das genaue britische Engagement betrifft, kann ich nur so viel sagen. Vergangenen Mittwoch haben uns die Amerikaner um Beistand gebeten und ich habe dann den Befehl dazu erteilt. Britische Streitkräfte auf unserem Stützpunkt im Indischen Ozean Diego Garcia sind dabei und wir werden auch Aufklärungs- und Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen und Cruise-Missile-Raketen, Langstreckenraketen, die von U-Booten aus gefeuert werden und zwar heute Nacht abgefeuert werden. Das heißt, der britische Premierminister hat bestätigt, dass britische Cruise-Missiles heute Abend in Aktion sind. Frau Reifenberg, sind denn auch Bodentruppen, also englische, großbritannische Spezialeinheiten zum Einsatz gekommen? Dazu hat Tony Blair naturgemäß nichts gesagt. Es ist ja immer wieder in den vergangenen Tagen davon gesprochen worden, dass hier eine militärische Operation beginnt, die sozusagen erst einmal flächendeckend das, was an Telekommunikation und Stützpunkten in Afghanistan überhaupt noch übrig ist, erst einmal lahmlegt und dass dann vielleicht sogenannte Sondereinheiten, darunter die britischen Special Air Service Einheiten, zum Einsatz kommen. Aber natürlich, diese Einheit ist sowieso sehr geheimnisunwittert und um ihre Bewegung, Operation wird nie etwas verraten. Wir wissen also noch nicht einmal, ob sie wirklich und wo in Afghanistan sind. Informationen von Sabine Reifenberg aus London waren das. Und wenn es jetzt klappt, dann müssen wir Markus Schmidt in Brüssel in der Leitung haben. Herr Schmidt, wie stark war die NATO an diesem Schlag beteiligt? Überhaupt nicht. Das NATO-Verteidigungsbündnis ist weder an der Planung noch mit Soldaten an diesem ersten Schlag gegen Afghanistan beteiligt. Das bestätigt uns hier am Abend ein NATO-Sprecher und auch ein Vertreter der deutschen NATO-Botschaft. Das ist auch nicht überraschend. Sie wissen, letzte Woche hatte die NATO den Bündnisfall festgestellt und die Regierung der USA hatten auch eine erste Wunschliste überreicht. Aber alles, was auf dieser Wunschliste steht, ist militärisch auf niedrigster Schwelle und dient auch dazu, die Streitkräfte der USA an anderer Stelle, sei es auf dem Balkan, sei es im Mittelmeer oder sei es in Nordamerika, selber zu entlasten. Also die NATO ist an diesem ersten Schlag nicht beteiligt. Nun hat der amerikanische Präsident gesagt, dass Kanada, dass Großbritannien und andere beteiligt waren. Wie ist das denn dann gelaufen? Wie ist das koordiniert worden? Das geht von Staat zu Staat. Die Engländer haben sich direkt mit den US-Streitkräften zusammengesetzt und diesen Militärschlag geplant, ohne jedenfalls SACEUR hier das Hauptquartier der NATO mit in die Planungen einzubeziehen. Deutsche Soldaten werden zwar verlegt, deutsche NATO-Soldaten, sie werden in AVEX-Flugzeugen, die zur Aufklärung dienen, nach Nordamerika verlegt in den nächsten Tagen. Allerdings muss dazu der NATO, der NEC, die NATO-Botschafter noch einmal zusammenkommen und
die Verlegung der AVEX und auch der Schiffe ins Mittelmeer gutheißen. Danke, Markus Schmidt. Bundeskanzler Schröder unterstützt das Vorgehen der USA nach eigenen Worten ohne Vorbehalte. Schröder sagte US-Präsident Bush am Abend erneut uneingeschränkte Solidarität zu. Bush habe ihn im Vorfeld über den bevorstehenden Angriff informiert. Beide hätten vereinbart, weiter engen Kontakt zu halten. In Berlin ist Ulrich Deppendorf. Herr Deppendorf, es heißt, Deutschland habe auch Truppen für diesen ersten Militärschlag angeboten. Können Sie das bestätigen? Also der Bundeskanzler hat ja schon immer gesagt, wir beteiligen uns an den militärischen Aktionen unbeschränkte Solidarität. Diesmal sind keine deutschen Truppen dabei, wenn schon keine NATO-Truppen, dann eben auch keine deutschen Truppen. Das hat das Kanzleramt auch noch mal klar gemacht. Der Bundeskanzler wird gegen 21.30 Uhr hier vor die Presse treten. Er war in der Tat von Bush vorher informiert worden, auch Tony Blair hat ihn vorher angerufen. Dann hat der Bundeskanzler die Parteivorsitzenden informiert, zum Beispiel Angela Merkel. Und Angela Merkel hat heute Abend schon verlauten lassen, sie unterstützt auch voll die Aktionen der Amerikaner. Genauso tut das der FDP-Chef Guido Westerwelle. Heute Abend wird ja auch noch in Berlin der Sicherheitsrat zusammentreten. Und in Berlin selber, hier in der Hauptstadt, sind seitdem die Militärschläge in Afghanistan begonnen haben, auch noch mal die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Also noch mal keine deutschen Truppen bei dieser Aktion in Kabul. Danke, Ulrich Deppendorf. Mehr zum Beginn der amerikanischen Militäraktion bringt das Erste in einem Brennpunkt nach dieser Sendung. Eine Debatte über die Ursachen des Terrorismus hat der frühere PDS-Fraktionschef Gysi gefordert. Auf dem Bundesparteitag in Dresden verteidigte er zugleich sein Ja zu begrenzten Militäraktionen gegen Terroristen. Unbeteiligte dürften dabei aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Dagegen hatten die Delegierten gestern einen Leitantrag verabschiedet, in dem der Einsatz militärischer Mittel entschieden abgelehnt wird. Luftballons für den Frieden. Die PDS will in Dresden als kompromisslose Friedenspartei punkten und dabei Geschlossenheit demonstrieren. Das trifft auch Gregor Gysi, der schon mal unvorsichtig nachgedacht hat über einen begrenzten militärischen Gegenschlag. Den aber lehnt die PDS-Spitze ab. Also macht Gysi so viele Einschränkungen, dass die Harmonie gewahrt bleibt. Lieber besetzt er schnell das nächste Thema, das die Leute umtreibt, die innere Sicherheit. Ein Bereich, in dem der PDS nicht viel zugetraut wird. Videokameras an gefährdeten Gebäuden gibt es sie ohnehin. Da sind sie auch richtig, Synagogen, Botschaften etc. Das geht doch völlig in Ordnung. Aber auf öffentlichen Plätzen helfen sie doch überhaupt nicht. Die kommen nicht runter, wenn du überfallen wirst. Aber wenn da leibhaftige Polizistinnen und Polizisten stehen, dann bist du schon einigermaßen geschützt vor Überfall. Lasst uns auch hier einen anderen Weg gehen und den Leuten nicht einreden, wir würden ihnen weniger Sicherheit bringen. Die PDS-Vorsitzende Gabi Zimmer geht gestärkt aus dem Parteitag. Ihre Gegner aus dem ultralinken Hamburger Landesverband erhalten eine Rüge wegen eines anti-amerikanischen Flugblatts. Und ihr Leitantrag für ein modernisiertes Parteiprogramm erhält eine satte Mehrheit. Die Niederlage für die Orthodoxen wird mit einem versöhnlichen Schlusswort kaschiert. Es geht nicht darum, dass es einen Mix von unterschiedlichen Konzepten der PDS geben kann. Das haben wir gestern entschieden. Es geht aber auch nicht um die Unterordnung unter einen einzigen theoretischen Ansatz. Mit dem Kampf um die Geschlossenheit hat die Schärfe des Profils etwas gelitten. So ist die PDS die einzige der im Bundestag vertretenen Parteien, die eine militärische Antwort auf den Terror ablehnt. Aber sie ist auch die einzige Partei, die keine Antwort auf die Frage gibt, wie denn sonst die Terroristen gefasst werden sollen. Das Atomkraftwerk Philippsburg wird bis auf Weiteres abgeschaltet. Das teilte Bundesumweltminister Trittin heute nach einem Gespräch mit der Betreibergesellschaft Energie Baden-Württemberg mit. Die NBW zog damit Konsequenzen aus einem Störfall im August. Trittin wirft der Gesellschaft vor, die Anlage weiter betrieben zu haben, obwohl die Betriebssicherheit gefährdet gewesen sei. Der Grund für die Abschaltung liegt einige Monate zurück. Im August vergangenen Jahres war im Block 2 in einem von 4 Behältern eine zu geringe Konzentration von Borsäure festgestellt worden. Diese ist notwendig, um den Primärkreislauf des Reaktors bei Leckvorfällen aufzufüllen. 2 Tage später stellte die Energie Baden-Württemberg, ENBW, als Betreiber den gleichen Mangel in 2 weiteren Behältern fest. Dennoch wurde die Anlage nicht vom Netz genommen. Nach den Aussagen der ENBW bestand zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko.
Ich glaube, es gab zu keinem Zeitpunkt die ernsthafte Behauptung, es hätte ein Sicherheitsrisiko gegeben. Was es gibt, ist eine unterschiedliche Einschätzung der Bewertung des Vorkommnisses nach den Normen, die es da gibt. Da gibt es bestimmte Stufen, nach denen eingestuft wird. Der Betreiber muss selbst einstufen. Das wird dann gegengecheckt durch eine Behörde. In dem Fall wurde auch dieses ausdrücklich bestätigt. Insofern fanden wir uns bis vor wenigen Tagen in vollem Einklang auch mit den Behörden. Im Bundesumweltministerium sieht man dies völlig anders. Es sei eine ganze Zeit lang nicht sichergestellt gewesen, dass der Reaktor bei einem Störfall hätte beherrscht werden können. Die ENBW habe den Vorfall falsch eingeschätzt. Jürgen Trittin warnte heute vor einer Wiederholung solcher Fehler. Das Bundesumweltministerium und die zuständige Atomaufsicht des Landes Baden-Württemberg haben dem Betreiber deswegen unmissverständlich erklärt, dass sie dies als eine Gefährdungssituation ansehen, die so lange fortbesteht, bis die Ursachen des Fehlverhaltens des Betriebspersonals sowie der sonstigen Verantwortlichen geklärt und Maßnahmen getroffen sind, die zukünftig ein solches Fehlverhalten ausschließen. Mit dem Herunterfahren von Block 2 kam die ENBW letztendlich einer Abschaltung des Kernkraftwerks Philippsburg durch den Bundesumweltminister zuvor. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 8. Oktober. Im Osten und Süden Europas scheint dank Hochdruckeinfluss meist die Sonne. Tief Emil über Irland erweist sich da als rechter Störenfried und beschert uns auch in der neuen Woche wieder Regenwolken. Den meisten Regen lassen diese Wolken allerdings im Westen Deutschlands. Und dort tauchen etwa ab der zweiten Nachthälfte wieder neue Wolken auf, aus denen es von der Nordsee bis zum Saarland regnet. Weiter östlich beginnt der Tag wieder neblig, dann kommt die Sonne hervor. Die Wolken breiten sich später weiter nach Osten aus, zerfasern dabei aber und es bleibt meist trocken. Schwacher bis mäßiger im Westen auch frischer Wind um Süd. Die Nachttemperaturen reichen von 6 Grad an der Donau bis 13 Grad im Nordwesten. Im Südosten morgen bis 23 Grad, sonst 17 bis 21, an der Küste 16 Grad. Am Dienstag wieder eine Mischung aus Nebel, Sonne und Wolken, Regenschauer vor allem im Westen. Ab Mittwoch wird es immer freundlicher. Zum Teil zwar zähe Nebelfelder, aber dann scheint häufig die Sonne.